So, willkommen zum nächsten Video. Ich habe hier gegen Agent Venom das ein bisschen aufgeteilt. Das mit der Steuerung, glaube ich, muss ich nicht immer erwähnen, dass das noch Probleme gibt. Daher empfehle ich euch auch hier das aufzuteilen. Einmal habt ihr Venom, einmal habt ihr den Kampf mit Angela. Hier ist es wichtig, dass ihr einfach sehr viele Angriffsbuffs habt. Und Venom ist eine Möglichkeit zu kämpfen und die Fähigkeiten noch zu, von Odin noch zu aktivieren. Aber hier ist wirklich wichtig, dass man wirklich ganz viele Angriffsbuffs hat. Präzision und kritische Treffer und so weiter. Deswegen habe ich hier den Kampf nicht lange gemacht, weil man sieht hier, ich habe zwar viele Buffs, aber die wichtigen Buffs, die man braucht, um viel Schaden zu machen, sind die Angriffsbuffs. So, daher mache ich jetzt also im Endeffekt einen Cut und dann gehen wir gleich mal zu Angela rüber. Mit ihr sozusagen habe ich dann den Hauptkampf gestaltet. Das heißt, man sieht hier, dass sie sich heilen tut, sie hat ihre Aufrüstung, sie hat gleich ihre Wütenbuffs, also Angriffswut, also Wutbuff meine ich. Ich nenne es immer Angriff, eigentlich heißt es Wutbuff. So, und sie hat dann auch Präzisionsbuff, der auch sehr entscheidend ist, und Präzision und natürlich Wut, also Wut ist entscheidend, wenn ihr beides dann habt. So, man sieht ja auch wirklich schön, dass sie sehr viel Damage macht, obwohl sie nur gerade mal Rang 1 ist, auch dass sie sehr viele Angriffe dank ihrer Aufrüstung von Agent Venom entgegentreten kann, ohne gleich zu sterben. Und hier musste ich natürlich den Kampf sowieso schnell machen, für etwas beschleunigen mit Videoschnitt, weil der Kampf etwas viel länger gedauert hat. Das waren über 7 Minuten und nicht über 5 Minuten, genau über 5 Minuten, und ich habe es ein bisschen dann gekürzt, weil hier geht es letztendlich euch zu zeigen, was wichtig ist, was ihr braucht. Und man muss den kompletten Kampf jetzt nicht in normaler Geschwindigkeit ablaufen lassen. Das war's auch schon von mir. Einfach liken, abonnieren und genießt den Restkampf. Ich lasse jetzt mal es kommentiert. Also ohne Kommentare laufen.